Eine Sache muss ich gleich nochmal vorweg sagen. Wir können aktuell keine großen Produkte wie Wheelbases oder Pedalen testen, weil ich meinen Standard-Rig hier noch am Stissel habe, also mit dem ich jeden Tag fahre, und daran baue ich nichts. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich sehr viele Jahre damit verbracht habe, diese Gerätschaften einzustellen, dass ich da drinnen so sitze, wie es mir gefällt und alles so ist, wie es mir gefällt. Aber es gibt einen Termin, wann mein Büro umgebaut wird, und zum Büroumbau kommt ein zweites Rig in dieses Haus, also in diesen Raum hier, und das wird die Teststation. Wenn diese Teststation da ist, werde ich umgehend die Videos fertig machen für die ganzen Produkte. Also ich werde sie dann alle fahren und ausprobieren und euch meine Reviews dazu geben. Und wir werden sie auch länger fahren als nur eine Woche. Also, gehen wir in das hier. Das fühlt sich vom Gewicht her dezent an, lässt sich anheben. Ich gucke extra nicht aufs Etikett. Ich muss mir irgendwann mal so ein schickes Unboxing-Knife besorgen. Okay, ich sehe nur den Asitec-Aufkleber. Asitec Simsporn, okay. Das drehen wir mal kurz um. Ah, ja. Ja, gut. Also, ich sag mal so, die fahre ich ja so oder so schon. Die fahre ich ja so oder so schon, die guten Stücke. Da kann ich euch sehr viel zu erzählen. Das sind die Invicta-Pedale. Okay, das finde ich jetzt persönlich nicht so schön, da das nochmal in Plastik eingewickelt ist. Das gefällt mir nicht so gut. Aber das ist auch wieder nur mein innerer Monk. Aber auch hier, sie haben das komplette Design der Verpackung geändert und auf ihre, ja, ich sag mal, dänische Wurzeln gebrandet. Auf ihre dänischen Wurzeln gebrandet, ja. So sah das erste Paket nicht aus. Hier gibt es dann halt die Technologie, die beschrieben wird, dass wir im Race Hub was machen können und dass wir RGB-Einstellungen haben, also das Übliche. Geruchstechnisch ist wieder ein Gedicht. Oh ja. Oh, hier ist diesmal ein bisschen was mehr dabei. Schieben wir kurz mal beiseite. Table of Contents. Jo, hier ist hier alles beschrieben, was du machen kannst, was du ändern kannst, etc. pp. Steht hier alles drin. Also hier gibt es ein bisschen eine Anleitung dazu. Was haben wir hier drin? Das gucken wir mal kurz. Die wichtigen Sachen. Kabelbinder, Kabel und auch noch die Gummis. Und auch gleichzeitig noch eine Feder für das Gaspedal. Aber keine Schrauben. Hier sind keine Schrauben drin. Sind die vielleicht noch hier irgendwie unten drunter? So, dann werden wir das hier kurz mal auspacken. Ich habe übrigens meine Asitec selber, meine eigenen, die ich mir... Also ich habe die Pedale, die habe ich aber selber gekauft. Also die wurden mir nicht gestellt, die habe ich noch nie gereviewt. Okay, packen wir das mal aus. Die Verpackung ist auf jeden Fall sehr schön. Da hat sich nichts geändert. Nur am äußerlichen Karton hat sich was geändert. Endlich habe ich sie wieder, meine Asitec-Sticker. Die brauche ich nämlich für mein MacBook. Dankeschön. Das ist das Schönste an dem Paket. Kapi? Ich hätte mich sehr gefreut, hätte ich die getrennten bekommen. Habe ich aber leider nicht. Ich habe die Einheit bekommen. Aber darüber beschwere ich mich nicht. Die Schrauben lagen einfach neben dem Karton. Es gibt Schrauben. Hab nichts gesagt. Hier sind die guten Stücke. Asitec Simsports Invicta. Für mich persönlich sage ich, wie es ist. Aktuell, was ich so gefahren bin, das schönste Pedalset, was es gibt. Es gibt kein schöneres. Es ist einfach absolute Liebe. Oh, hier kann man ja sogar die Bremse noch bewegen. Guck mal, hier kann man die Bremse sogar noch bewegen. Meine kann man nicht mehr bewegen. Meine kann man nicht mehr bewegen. So, was können wir zu den Pedalen sagen? Eine Sache, es gibt diese Pedale auch mittlerweile getrennt. Ne? Also das ist hier eine Einheit, das könnt ihr ja sehen. Man kann sie auch mittlerweile getrennt voneinander kaufen. Also wir können ja jetzt mal... Wir haben ja die Möglichkeit dazu. Einen Moment. So, das hier, anderthalb Jahre Dauerfahren, richtig penetrieren und absoluter Missbrauch unter meinen Füßen. Und das ist neu. So, wenn wir uns das jetzt mal angucken, also hier könnt ihr das mal von oben sehen. Das ist wirklich, also das ist auch nicht mit sonderlich viel Pflege oder alle zwei Wochen putzen oder sonstiges dergleichen, ne? Und das muss ich ganz ehrlich sagen, rechne ich Asitec unglaublich hoch an, dass diese Pedale in zwei Jahren nichts hatten. Also wirklich gar nichts. Hier ist ein bisschen Staub dran und ich musste ein, zwei Mal ein bisschen Schmiere reinmachen. Also hier unten, hier an den Zylinder, also PTFE Schmiere. Aber ansonsten, das hier, frisch aus der Packung, das hier, zwei Jahre Dauerbetrieb. Und ich sehe persönlich bis auf Schmutz, also hier ist wirklich ein paar Katzenhaare und so dran.
sehe ich nichts, was an diesen Pedalen anders ist als an diesen. Also selbst der Schweiß, ne, wenn man sich das jetzt mal anguckt hier, also hier hinten den Zylinder oder den Pin, sag ich mal, der da drin ist, ich verstecke mich mal, dass der Fokus nimmt. Selbst der Pin hier oben, der sieht aus wie neu. Also da ist keine Korrosion dran, ne? Die Dinger sehen wirklich aus wie aus der Packung, außer dass sie dreckig sind. Und da muss ich Asitec mal wirklich ein sehr, 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 sehr großes Lob aussprechen, weil das für sehr viel Qualität steht. Denn meine alten Pedale, also meine Häusling-Welt, die ich vorher hatte, die haben sehr unter Korrosion gelitten durch Schweiß, der sich unten gesammelt hat. Und die haben nichts. Die haben wirklich nichts. Also für mich persönlich, sage ich, wie es ist, ist das eins der besten und wertigsten Pedalsets, die du dir kaufen kannst für das Geld, wenn, und jetzt muss ich auch extra dazu sagen, wenn du auf sehr harte Bremsen stehst. Also die Bremse hier, das ist meine jetzt. Ihr seht den Unterschied. Hier bewegt sich nichts zu dieser hier. Also hier ist noch bisschen Bewegung drin, aber das liegt doch daran, dass hier halt natürlich nicht das harte Elastomer drin ist. Und wenn ich eine Bewertung abgeben sollte für die Pedale, weil ich habe sie ja jetzt ausgepackt, weil ich sie auch schon lange benutze, würde ich für mich wirklich sagen, das hier ist eine 9,5 von 10, wenn man auf harte Bremsen steht. Das muss man immer dazu sagen, weil das ist hier, als wenn du gegen eine Betonwand trittst. Das ist eine absolute Betonwand, das ist super schwer zu treten, die Bremse. Das Gaspedal geht, das ist für mich persönlich sogar noch ein bisschen zu einfach. Meins hier ist ein bisschen schwerer, aber auch nicht so viel schwerer. Das hier ist so ein Pedalset, was du dir kaufst und das hast du wirklich super, super, super lange, ohne großartig Ärger zu haben, dass da irgendwas rumquietscht oder irgendwelche mechanischen Teile nicht funktionieren, dass der Treiber nicht funktioniert. Ich hatte wirklich in den anderthalb Jahren, wo ich hier gefahren bin, sie haben auch nichts am Design geändert. Also wenn wir die jetzt hier mal so vergleichen, sind es immer noch die gleichen Pedale und hier wurde nicht großartig irgendwelche Teile oder irgendein System ausgetauscht. Man kann auch noch, wenn man möchte, hier die Kupplung mit anbauen. Hier unten kann man dann das zusammenschrauben. Also hier hat man dann einen Pin, den man so reinschiebt und dann kannst du dir die Kupplung noch mit reinschrauben. Mittlerweile gibt es aber auch die Version und das wäre wirklich schön gewesen, hätte ich die Möglichkeit gehabt, diese zu testen. Also darüber hätte ich mich wirklich sehr gefreut, dass man auch zwei getrennte Pedale voneinander bekommt. Ne? Also die kann man auch kaufen, sodass man die auseinanderlegen kann. Das Einzige, und das ist wirklich das Einzige, was ich kritisieren kann an diesen Pedalen, ist die Hackenablage, weil man am Anfang hier bei dieser, sieht man das ja, ne? Bei dieser Hackenablage rutscht man mit dem Hacken ein bisschen drüber. Die könnte ein bisschen steiler sein und ein bisschen rauer sein. Der Zylinder, das muss man gleich dazu sagen, das ist eine gute Information. Das Ding hier ist völlig normal, dass er sich bewegt. Ich habe am Anfang habe ich auch gedacht, ich habe kaputte Zylinder gekauft oder kaputte Pedale. Das hier ist völlig normal. Ne? Also das hier ist gerade frisch ausgepackt, Leute. Und das hier ist anderthalb Jahre Use. Also das ist genau dasselbe. Das ist völlig normal. Ich habe am Anfang auch super Panik gehabt, bevor ich das ausgepackt habe. Aber brauchst du gar keine Angst haben, das ist völlig normal. So, ich bringe die mal kurz weg, bevor ich nochmal ein, zwei Sachen dazu sage. Kleinen Moment. Also Möglichkeiten, die ihr habt im Ökosystem. Vielleicht habe ich noch die Möglichkeit, das für euch zu testen, weil das war scheinbar erst die erste Ladung Pakete. Man kann diese Pedale hier upgraden. Also Asitec, wie bei dem Lenkrad, was ihr gerade gesehen habt, sie haben eine sehr schöne Upgrade-Politik, was bedeutet, dass du dir gewisse Einzelteile, sagen wir mal, du hast gerade nicht so viel zur Verfügung an Geld und du sagst, du möchtest jetzt La Prima zum Beispiel einsteigen, das kleinste Bundle, dann kannst du dir das kleinste Bundle kaufen und hast die Möglichkeit, durch einen kleinen Aufpreis, den du später machen möchtest, kannst du dir Teile kaufen, die du dir hier ranbauen kannst. Und das Coole daran ist, dass Asitec wirklich so sehr und so gut mitgedacht hat, dass das wirklich jeder mit zwei, drei Bildern hinkriegt, das zusammenzubauen. Du könntest hier die Pedal-Dinger kannst du wechseln, die übrigens sehr ungeeignet sind für Socken. Also es macht gut Druck im Bein oder an der Sohle, würde ich nicht empfehlen. Aber was du halt theoretisch machen könntest, ist, du kannst hier unten, hast du die Möglichkeit, siehst du ja, kannst du hier alles abschrauben. Du kannst das wechseln, du kannst hier die Feder wechseln. Du könntest hier beispielsweise mit einem Clip, der hier dran ist, kannst du den hochklappen, du kannst den rausziehen, super simpel. Und dann kannst du dir hier beispielsweise die Feder wechseln, kannst das ganze Ding rausnehmen, du kannst das warten. Und das ist wirklich ganz, 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 ganz simpel,
Nichts Kompliziertes. Du musst da kein Maschinenbau studiert haben. Die Teile sind wirklich alle ausreichend gefettet. Also ich habe auch noch nie, und ich sage es extra nochmal, noch nie was nachfetten müssen. Da quietscht nichts, da knarzt nichts. Das hält wirklich wie eine Eins. Und dann kannst du dir das hier einfach wieder ranmachen. So, und dann machst du den Deckel wieder drauf und dann ist das fertig. Du hast hier deine ganzen Schrauben dran für die Vorspannung. Die kannst du einstellen. Du kannst hier unten beispielsweise den Endstop einstellen an der Schraube. Das geht auch alles mit zwei Drehern. Hier kannst du die Schraube da hoch und runter drehen. Du kannst hier vorne, kannst du beispielsweise einfach sagen, ich drehe die Vorspannung jetzt hier ein bisschen raus, dass die Pedale mehr zu mir kommen. Du kannst das weiter runter drehen. Wir drehen das mal weiter runter, dass die Pedale ein bisschen weiter nach hinten stehen. So, dann stehen die Pedale weiter nach hinten. Und das ist wirklich super easy, total simpel. Du kommst an jede Schraube ran. Du brauchst keine Schraubenschlüssel oder sonstiges dergleichen. Du kannst das einfach hier, das Ding kannst du rausdrehen. Wir machen das mal wieder normal, so dass sie auf einer Höhe sind. Hier, so. Dann drehst du die Kontermutter dagegen, so dass das fest ist. Und dann ist dein Gaspedal fertig. Das kannst du für die Bremse auch machen. Gut, die Bremse ist jetzt ein bisschen hart. Du kannst auch hier, wie bei der, das mache ich jetzt mal nicht, weil das wirklich ein Pain ist, den wieder reinzukriegen, weil hier ein bisschen Druck drauf ist. Aber auch hier kannst du den Zylinder, also den Schaft nenne ich es jetzt mal, kannst du einfach anheben und rausmachen. Du kannst dein Elastomer, wenn ihr mal so bei anderen Pedalen drüber nachdenkt, wie schwer das ist, hier geht das super simpel. Du drehst eine Mutter ab, drehst die Kontermutter ab, drehst die Hauptmutter ab, schmeißt die Hauptmutter einfach mal weg, das Elastomer gleich dazu. Dann hast du hier drin das Elastomer, das kannst du einfach rausnehmen. Nimmst dir das Elastomer aus der anderen Packung, hier, stopfst das da rein und bist fertig. Dann packst du das einfach wieder drin, machst einen Deckel drauf. Nee, das ist falsch rum. Das habe ich nämlich letztens auch schon mal gemacht. So, dann nimmst du das einfach, drehst das wieder drauf, machst das handfest. Dann nimmst du dir die Kontermutter. Dann nimmst du dir die Kontermutter, drehst die Kontermutter drauf und fertig ist. Und das kannst du jederzeit kannst du das machen. Du brauchst nicht einen einzigen Schraubenschlüssel dafür. Brauchst du nicht. Du brauchst keinen Schraubenschlüssel, kannst hier alles dran machen. Und das Geile ist, Asetek hat das so cool gemacht, dass das bis runter in die kleinste kaufbare Pedalerie, Lenkrad, Wheelbase, dass das genau so überall funktioniert. Und das ist total toll. Du brauchst keine Werkzeuge. Das einzige Werkzeug, was du bräuchtest, theoretisch, wäre hier unten bei der Schraube, bei der Kontermutter, die dir deinen Pedalweg gibt. Ne? Aber selbst die kannst du hier, siehst du ja, kannst du mit der Hand reindrehen, um deinen Pedalweg anzugeben, dass du deinen Pedalweg ein bisschen länger machen kannst. Selbst das kannst du mit der Hand machen. So, und genau deswegen bin ich von diesen Pedalen so ein unglaublich großer Fan geworden, weil das einfach mit der Hand funktioniert. Und du kannst das selbst in den engsten Räumen, also bei mir ist wirklich sehr eng und dann mit großer Schulter etc. pp. Schwierig da reinzukommen, kannst du das alles einstellen, umstellen und machen. Und das ist wirklich total toll und super und durchdacht. Preislich, ich habe damals für meine Asetek-Pedalen beim VRS-Store, also nicht VRS-Wheelbase, sondern VRS, also Virtual Racing Lounge, habe ich 1.400 bezahlt für Pedale und Kupplung dazu. Wenn ich das richtig in Entsinnung habe, kommst du für knapp unter 1.000, bekommst du diese Pedalen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Es müsste so knapp unten drunter sein. Tipptopp, die Dinger. Wirklich. Ich liebe diese Pedale. Das Einzige ist, dass sie so zusammen sind. Wobei mich das mittlerweile auch nicht mehr stört. Die Pedale, die du geliefert bekommen hast, sind bei 899 Euro. 949, also 950 Euro. Als getrennte sogar. 949 Euro. Und dafür sind die Dinger wirklich super gut. Nochmals, ich fahre die seit 2 Jahren. Mit den Dingern ist nichts, aber auch wirklich gar nichts in irgendeiner Form jemals gewesen. Außer, dass man hier mal ein bisschen PTFE-Spray so zwei Klecks reinmacht, damit das wieder ein bisschen flutscht. Aber das flutscht auch so. Also Asetek Invicta-Pedale. Freue ich mich auch, bin ich ganz ehrlich, bin ich super happy, dass ich ein zweites Paar davon habe. Fürs Gästerig. Damit meine Gäste auch richtig schön abkotzen können. Damit sie mal ein bisschen Beine trainieren. 9,5 von 10 sind, also von allen Pedalen, die ich bis dato gefahren bin, meine Lieblingspedale. Liegt aber auch einfach daran, und das möchte ich auch fairerweise immer gleich mal deklarieren, die Pedale erfüllen halt meine Bedürfnisse, ne? Also die Bremse ist so hart, die ist wirklich so unendlich hart, dass du einfach, du trittst gegen eine Wand. Und ich liebe das. Ich finde das sehr schön. Dahinter würde ich sagen, also hinter den
Asetek kommen die VRS-Pedale, dann kommen die Heusingwelt Sprint, dann kommen die Pedale von Moser, wo keine Lotzell drin ist. Und dann ganz weit hinten, naja, über die müssen wir nicht reden, was da noch kommt. Ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Ich möchte extra nochmals der Fairness halber deklarieren, ich habe hier von diesen Produkten nichts bezahlt. Die wurden mir von Asetek zugeschickt. Also ich habe sie nicht gekauft. Mir wurden die zu Review-Zwecken zugesendet. Ich darf sie auch behalten, also ich muss sie nicht zurückschicken. Ändert aber nichts an meiner Einsicht zu diesen Gerätschaften. Würdest du sagen, Asetek ist eher was für Profis oder weniger oder was für Einsteiger? Asetek hat einen Anwendungsbereich. Und dieser Anwendungsbereich ist für Menschen, die einfach einen scheiß Elefantenfuß haben und regelmäßig Betonwände eintreten. Und Asetek hat den Anwendungsbereich für Menschen, die gerne Kraft aufwenden und nicht Weg. Und deswegen mag ich die Pedale so, weil du bremst mit dieser Pedale mit Kraft und nicht mit Weg. Also das Ding hat kein Weg. Das bewegt sich nicht. Das bewegt sich so ein Stück. Mehr nicht. Mehr, also wirklich so und mehr kommt da nicht. Aber ist das jetzt für Profis? Nö, absolut nicht.